Am Wort ist die Frau Bundesministerin Dr. Sophie Kamersin. Familienministerin Sophie Kamersin hat das Wort. Ich war selber Teilnehmerin an der Enquete der 25 Jahre UN-Kinderrechte-Konvention hier im Parlament. Es war eine sehr beeindruckende Debatte, ein wirklich sehr inhaltsreicher und sehr ein Thema, das sehr intensiv mit allen Beteiligten diskutiert und besprochen wurde. Ganz besonders möchte ich darauf hinweisen, dass die jungen Menschen und Jugendlichen selbst hier im Parlament waren und sich selbst eingebracht haben. Und die Rednerinnen und Redner, die uns hier ihre Erlebnisse und Erfahrungen mitgebracht haben, waren zum Teil beeindruckender und inhaltsreicher als so manche Experten reden. Und von dem her, glaube ich, zeigt uns diese Enquete sehr eindringlich, dass das Kindeswohl und die Rechte von Kindern hier sehr, sehr ernst genommen wurden. Und ein Fazit aus dem Tag war ja, dass die Vorbehalte der UN-Kinderrechte-Konvention, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch aufrecht waren, zurückgenommen werden sollen. Und es hat nicht lange gedauert, nämlich am 10. März konnten wir endlich alle Vorbehalte aufgeben, womit die UN-Kinderrechte-Konvention in allen Artikeln in Österreich ratifiziert werden konnte. Das ist schon, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Schritt für die Kinderrechte in Österreich. Auf etwas möchte ich noch hinweisen, dass wir in Österreich das gesetzliche Gewaltverbot gegen Kinder auf Verfassungsrang im Gesetz haben, was nicht selbstverständlich ist. Es gibt die sogenannten familienfreundlichen Länder Dänemark und Schweden, die diese Umsetzung noch nicht im Gesetz haben. Also hier sind wir doch auch einmal Vorreiter, was jedenfalls zu bemerken ist und auch eindringlich unsere Bemühungen in dem Hinblick unterlegt. Eine Erwähnung noch zum Thema Kinderrechte-Spots. Wir hatten ja einen Wettbewerb ausgeschrieben, aus dem ein Siegerspot das Zitat beinhaltet, das ja heute schon genannt wurde. Kinder haben nicht immer Recht, aber Kinder haben immer Rechte. Das ist der prämierte Spot, der in unserer Facebook-Aktion über 2,5 Millionen Nutzer verfügt hat. Und das möchte ich schon noch einmal betonen. Wir haben für diese Aktion um die 1.000 Euro investiert und haben eine Reichweite von 2,5 Millionen Nutzer und Nutzerinnen in Österreich, was doch deutlich, glaube ich, belegt, dass die eingesetzten Steuermittel in dem Bereich sehr, sehr effizient verwendet werden. Zum Schluss noch die Erwähnung unseres Kinderrechte-Monitoring-Prozesses, das auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt war, in 12 Arbeitsgruppen die Kinderrechte eingehend zu diskutieren, mit den Beteiligten weiterzuarbeiten und hier über die neuesten Erkenntnisse und Schlüsse zu verfügen. Danke. Die UN-Kinderrechtskonvention konnte voll umgesetzt werden, so Familienministerin Sophie Kamersin. Wenn ich lieber das Wort gebe, entschuldige ich mich bei der Fraktion der NEOS. Mir wurden zwei falsche Anträge hier vorgelegt. Ihre beiden von Ihnen vorgetragenen sind ebenfalls hier heroben aufliegend, damit ordnungsgemäß eingebracht, stehen mit in Verhandlung. Die beiden mir vorgelegten Anträge kommen erst bei den nächsten Tagesordnungspunkten, nämlich bei 13, zum Aufruf. Bitte das zu entschuldigen.